probieren am Ende. Jedenfalls. Halt. Habe ich ein paar Sachen erledigt, die man erledigen muss. Zum Beispiel wird gerade Holz geräumt, wie ein König. Scheitel für Scheitel. Bis zum Ende halt. Ja. War gar nicht so spektakulär. Schnell gegangen. Machen wir fleißig. Ja, weil so wenig passiert ist, habe ich mir gedacht, ich mache ein kleines Gewinnspiel. Mit allen, die das da liken. Wie macht man überhaupt sein Gewinnspiel unter wem? Okay, ich mach's professionell. Dieses Gewinnspiel hat nichts mit Facebook zu tun, sondern mit mir. Ich mach das ohne Facebook. Also, könnt's Facebook wahrscheinlich nicht verklagen oder keine Ahnung. Jeder, der den Facebook-Link oder das Video fix den Facebook-Link liked und kommentiert. Nein, das Video auf YouTube, so schaut's aus. Jeder, der das liked und einen Kommentar abgibt. Was er am liebsten mit einem Pesto zubereiten wird für eine Speise, der kann ein Pesto gewinnen, das ich zubereitet habe, wie ich gestern angekündigt habe. Das war auch nice, aber das war die ärgste Action. Also ein bisschen, war nice, weil er alles verarbeitet. Und ja, außerdem habe ich noch Tipps für euch, die werden fein, was ihr euch auf YouTube anschauen müsst. Kennt's wahrscheinlich. Dieses YouTube, na, aber... Schaut euch an, erstens, da muss ich einen Vater. Die Bekanntheit in YouTube muss ich mir da jetzt zunutze machen. Und support meinen Vater, der hat nämlich auch ein tolles Video für YouTube. Das sollten alle Menschen sehen, finde ich. Und das heißt, was macht Lisa da im Garten? Es dauert 3 Minuten 26. Schaut es euch einfach an, das Pipi fein. Und, das habe ich mal da angeschaut, und irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber man kommt dann ziemlich Insta, das müsst ihr euch auch anschauen. Der kleine Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Das ist ein Pipi feines Video, und am besten bleibt es dann einfach gleich bei Autoplay und schaut sich alles an, was dann kommt. Nice, wirklich. Ja. Ja. Ich glaube, das war's. Voll, ich drehe dieses Video wieder mal zum zweiten Mal, weil mich vorher der Morgen jetzt angerufen hat, während ich das Video gemacht habe. Und ich habe dann urlang noch weiter geredet, während es dann vibriert hat, aber anscheinend nichts mehr gehört und dann aufgehört, war scheiße. Aber der Moritz ist ausgeschlossen vom Gewinnspiel deswegen. Schade leider, ist aber so. Also alle, Daumen hoch und ein Kommentar, was ihr damit zubereiten würdet, dann seid ihr dabei beim Gewinnspiel. Und subscriben, nicht vergessen. Also, ja, das war's wieder mal aus meinem super mitteilungswerten Leben. Ciao, Jungen und Junginnen.